Eine neue Ausgabe unserer Interviewreihe hier bei Mein Ort Weingarten. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir sind heute unschwer zu erkennen bei der Freiwilligen Feuerwehr. Bei mir ist Kommandant Günther Seebold. Erstmal schön, dass Sie Zeit hatten, schön, dass Sie da sind. Ja, gerne, kein Problem. Hab mir gerne die Zeit genommen für das Interview. Schön, dass wir auch hier sein dürfen mit den ganzen Fahrzeugen, mit den ganzen Geräten. Sie erzählen uns heute ein bisschen was über die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr hier. Erstmal zu Ihnen, Sie sind auch schon eine ganze Weile mit dabei, 33 Jahre haben Sie mir vorhin erzählt. Ja, wie ist es, wenn man so lange schon bei der Feuerwehr ist? Ja, ich bin als Jugendlicher in die Jugendfeuerwehr gegangen, dann zur aktiven Wehr, wurde dann irgendwann zum stellvertretenden Kommandanten und dann zum Kommandanten gewählt. Mir macht es immer noch Freude hier bei der Feuerwehr in Weingarten. Und bin gerne für die anderen Kameraden, Kameradinnen da. Wie kann man sich Ihre Arbeit hier vorstellen als Kommandant? Als Kommandant ist in erster Linie die Verwaltung und Verantwortung für die Einsätze, für die Ausbildung, für die Technik. Die obere Verantwortung, die liegt bei mir. Wie kann man sich so einen Einsatz vorstellen? Jeder hat wahrscheinlich so einen Piepser zu Hause. Würden Sie das einfach mal beschreiben, wie es abläuft? Genau, jeder von uns Feuerwehrangehörigen oder Einsatzmannschaft hat einen Piepser bei sich zu Hause. Wenn dann jemand die 112 anruft, bei der Leitstelle rauskommt, die alarmiert dann, wenn es in der Gemarkung Weingarten was passiert ist, die Feuerwehr Weingarten, der Piepser piepst los, die Feuerwehrangehörigen begeben sich zum Feuerwehrhaus, ziehen sich um, besetzen die Fahrzeuge und fahren zu der Einsatzstelle. Wie schnell geht es im Normalfall? Dass wir hier sind oder nach der Alarmierung sind es ungefähr 5 Minuten maximal, bis das erste Fahrzeug rausfährt. Das erste Fahrzeug ist dann besetzt mit 9 Leuten. So dass die Eintreffzeiten eingehalten werden können, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Sie haben, wie vorhin schon gesagt, viele Jahre schon hinter sich hier bei der Feuerwehr. Welche Einsätze sind Ihnen da besonders in Erinnerung geblieben? Ja gut, als größerer Brand mit Sicherheit weiß auch der eine oder andere aus Weingarten Bescheid. Es war der Dachstuhlbrand in der Bahnhofstraße, was ein größerer Einsatz war vor ein paar Jahren. Und in Gedanken bleiben einem natürlich immer wieder die Einsätze auf der Autobahn, schwere Verkehrsunfälle. Sie werden oft auch gerufen, wenn auf der A5 Unfälle sind. Haben Sie denn da auch schon Probleme gehabt? Man hört ja immer wieder von Gaffern. Ja klar, das wird immer mehr mit den Gaffern. Früher war es so, dass es mal einen Schaulustigen gab, der vorbeigeschaut hat und sich das angesehen hat. Aber zwischenzeitlich wird ja alles gefilmt, fotografiert, in die Medien gestellt, sodass man da relativ schnell in allen Medien präsent ist. Obwohl man das nicht unbedingt immer möchte. Da gibt es ja auch ein Projekt, das man unterstützen kann aktiv für Sichtschutzwände. Würden Sie uns darüber noch ein bisschen was erzählen? Ja, der Verein Helfen kann jeder in Karlsruhe hat hier ein Projekt initiiert, bei dem es darum geht, etwas gegen Gaffer zu unternehmen und hat unter anderem eine Gafferwand über das Crowdfunding der Volksbank Karlsruhe initiiert, sodass die Gafferwand finanziert wird und dann demnächst der Feuerwehr Weingarten übergeben wird. So dass wir uns als Sichtschutz gegen Gaffer wehren können. Erachten Sie das als sinnvoll, so eine Wand? Meinen Sie, das bringt was? Ich meine, man muss die ja auch aufbauen wahrscheinlich. Ist es auch nochmal ein Aufwand für die Einsatzkräfte oder wie sehen Sie das? Ja, aktuell machen wir das so, dass wir eben, wenn wir irgendwelche Patienten oder Personen schützen wollen, 2 Leute abstellen, die mit zum Beispiel einer Decke die Personen den Sichtschutz erstellen und zukünftig dann mit dieser Gafferwand. Das ist eine mit Luft gefüllte Gafferwand, die lässt sich innerhalb von 2 bis 3 Minuten aufstellen, hat eine Länge von 20 Meter und eine Höhe von 2 Metern, sodass die Personen dann geschützt sind. Also ein sinnvolles Projekt. Wir blenden auch an dieser Stelle die Adresse ein, der Crowdfunding-Seite, wo man dann auch spenden kann. Ich würde jetzt gerne noch ein bisschen über die Jugendarbeit, über den Nachwuchs sprechen. Sind ja viele eigentlich da, die sich interessieren für die Feuerwehr, oder? Ja, es sind sehr viele. Auch der Hauptteil unserer Einsatzmannschaft war früher in der Jugendfeuerwehr. Aktuell kann man in die Jugendfeuerwehr mit 10 Jahren. In der Jugendfeuerwehr ist man bis 18 Jahren. Dann wechselt man in die Einsatzmannschaft. Aber in dieser Zeit trifft man sich einmal freitagabends oder jeden Freitagabend ist die Jugendfeuerwehr mit Spielspaß, Spannung und Feuerwehrtätigkeiten. Falls man jetzt nicht mehr in die Altersgruppe gehört und vielleicht trotzdem sich interessiert und gern irgendwie einsteigen wollte, geht es überhaupt? Ja klar, ab 17 Jahren kann man in die Einsatzmannschaft einsteigen. Maximales Alter für die Einsatzmannschaft ist aktuell 65 Jahre. Wir haben aber zwischenzeitlich auch sehr viele oder in den letzten Jahren sehr viele bekommen, die einfach 40 oder älter sind und als Quereinsteiger bei der Feuerwehr mitmachen. Also wer mitmachen möchte, kann sich wo melden? Am besten über die Feuerwehr-Facebook-Seite zum Beispiel, das sind die ganzen Kontaktdaten und da kann man sich gerne dann melden oder man wendet sich direkt an mich. Alles klar.
Super, dann vielen Dank, Herr Sebold, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wie alle Interviewpartner bekommen Sie auch hier unser Träuble, das Maskottchen der Gemeinde Weingarten. Das ist für Sie. Vielen herzlichen Dank und ich habe das Interview gern gegeben. Dann nochmal vielen Dank, dass wir auch hier sein durften bei der Feuerwehr in Weingarten. Und euch vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal. Tschüss.